Willkommen zur letzten Folge dieser Session. Let's play Minecraft. Werden wir jetzt das ganze Weizen so lassen. Zank, zank. Das werden wir eh nicht alles verkaufen können. Gut, dann haben wir das. Was haben wir hier so alles schon drin? Nur drei Kürbisse. Den Rest können wir nicht mitnehmen. So, theoretisch müssten wir dort auch noch was haben. Zack, zack, zack. So, ich glaube, das war's denn auch. Die Bücher nehme ich mal mit. Kann sein, dass wir nämlich erst wieder mit dem einen Typen dann handeln können. Zahlungsmittel. Okay. Marsch.
so schneller und man sieht schon, ich habe so eine Art kleine Mauer schon mal gesetzt. Mehr habe ich nicht gemacht, bloß ein bisschen Terraforming, aber auch nicht viel. Hier beginnen wir dann also Staffel 5. Das wird aber so eine Art staffelübergreifende Staffel mit Staffel 4 werden, weil ich werde jetzt demnächst beginnen mit Staffel 5 und dann immer mal abwechselnd Staffel 4, Staffel 5 weiterführen. Hintergrund ist zum Beispiel der, dass wir dann genug Nahrung immer in der Nähe haben. Nö. Ich hoffe bloß, immer ist hier der Dorfbewohner gestorben. Ich weiß gar nicht, wann die sich immer vermehren. Und ob das jetzt ein wichtiger war für uns. Hallo? Darf ich nicht? Immer noch nicht. Ah. Eins. Der wird immer teurer. Zwei. Drei. Oh, Enderperlen. Und Glowstone. Heben wir uns noch auf. Das ist ja geil. Wo sind die alle? Da ist er. Du warst der Kohletyp. Nee, doch nicht. Er sagt nicht, der Essensfuzzi ist jetzt tot. Das waren doch auch vorher viel mehr Leute hier. Sind doch noch mehr gestorben, oder was? Das ist jetzt ungünstig. Die müssten ja gleich nach Hause laufen, dann können wir noch mal gucken. Wieso geht der nicht rein? Ja, da müssen noch mehr gestorben sein. Vielleicht sollten wir kaufen, solange wir noch können hier. Erfahrungsfläschchen brauche ich jetzt nicht unbedingt.
Scheiße, unser wichtigster Partner ist weg. Ich gehe mal lieber pennen, bevor der hier auch noch stirbt. Hier habe ich schon mal ein paar Sachen gelagert. Also ich würde das ganze Dorf hier eh nochmal irgendwie anpassen wollen. Rauf bzw. runtersetzen, damit die Häuser einigermaßen stimmen. Und wahrscheinlich das Ganze auch aus Stein bauen, weil Sand finde ich nicht so prolle. Ich werde hier mal vorsichtshalber schon mal Fackeln hinsetzen. Ah! Alter, die sieht man durch das hohe Gras fast gar nicht. Gut, die Fackelaktion beenden wir wann anders. Ach man, ich belese mich nur mal wegen den Dorfbewohnern. Wieso vermehren die sich jetzt nicht? Das waren doch nur jetzt 3 Stück. Und das waren vorher bestimmt mindestens 6. Wenn das mal reicht. Verdammt, wir hätten davor nochmal eine Handelskiste vielleicht hinstellen sollen. Ich nehme die eine Kiste mal da wieder raus und dann setzen wir die einfach in der nächsten Folge, oder ich mache das offscreen bei den Türmen. Dann müssen wir uns den Scheiß nicht mehr zusammensuchen. Haben wir wohl im Bauernhaus gelassen. Da ist er. Gut, Spitze, bedanke mich. Bis dann.